Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Obtendrenk, Sie haben ja viel von Interessensvertretung gesprochen. Schauen wir uns doch mal an, welche Interessen der neue Beauftragte so alles im Übrigen vertritt. Er ist in den Aufsichtsräten von AXA Konzern AG, von DBV Winterthur Holding AG, der Deutschen Börse AG, der IVG Immobilien AG, WEPA Industrie Holding. Er ist im Verwaltungsrat von BASF Antwerpen, Stadler Rail AG, HSBC Trinkhaus und Burkhardt und im Aufsichtsrat auch dieser Bank. Er ist des Weiteren im Beirat bei Borussia Dortmund, nicht mehr im Aufsichtsrat. Das unter... Danke. Könnte man drüber reden, okay. In der Commerzbank AG, dann ist er Senior Counsel einer internationalen Rechtsanwaltskanzlei in Düsseldorf mit sehr, sehr prominenten Mandanten. Er ist Vorsitzender der Atlantikbrücke, Mitglied im Senat der Deutschen Nationalstiftung. Und dann hat er noch ein paar Leidenschaften daneben. Er kämpfte, Gott sei Dank erfolglos, an der Seite der Energiekonzerne, an dieser Seite steht er besonders gern und eng, gegen den Atomausstieg, Gott sei Dank war er da sehr erfolglos, und er war Verkaufsberater für die WestLB, hat seine eigene Anwaltskanzlei da mit Aufträgen und Honoraren in Höhe von 2 Millionen Euro versorgt, auch hier erfolglos, wie wir wissen, die WestLB wurde zerschlagen. Und nun seit 2016 Aufsichtsratschef für den deutschen Ableger von BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt und die größte Schattenbank, wenn man so will, verwaltet fast 6 Billionen US-Dollar und, das ist wichtig, hält Beteiligungen an allen 30 DAX-Unternehmen, ist Großaktionär von Banken, Ölkonzernen, Rüstungskonzernen, aber eben auch von, im Bereich der Konsumindustrie, Apple, Nestle und in Deutschland Daimler, Bayer, Deutsche Post. Die Liste lässt sich fortsehen. So, und nun kommen wir zum neuen Ehrenamt, sozusagen für den Feierabend, wenn er dann abends nach Hause kommt. Diese personifizierte Wunderwaffe kann das offenbar noch locker alles nebenher managen. Er soll die Folgen des Brexit für NRW regeln. Das heißt, die Probleme für NRW-Unternehmen in Großbritannien lösen und gleichzeitig für alle großen NRW-Firmen, die in Großbritannien sitzen, hier auch als Berater zur Verfügung stehen. Und dann soll er noch, und jetzt kommt's, der Arbeitsauftrag lautet dann noch, für NRW die drohende transatlantische Entfremdung unter der amtierenden US-Regierung aufhalten und beseitigen. Und nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern Obacht, auch die gesellschaftliche, kulturelle und universitäre Ebene mit einbeziehen. Also so eine Art Sonderbotschafter. Herr Holthoff-Pförtner, was sagen Sie denn eigentlich zu? Eigentlich ist das doch Ihr Job, ja, dass hier dann sozusagen Ihnen noch so ein Sonderbotschafter vor die Nase gesetzt wird. Aber nicht zu vergessen, es kommt noch dazu, das hatten wir gestern in der Aktuellen Stunde, er soll auch noch den Flughafen Köln-Bonn aus der Krise kriegen als Aufsichtsratsvorsitzender und hier die schwierige Lage neu ordnen und Aufklärung betreiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann das nicht empirisch belegen, ich sage das gleich dazu, aber dieses Maß an Selbstüberschätzung an eine einzige Person, ich glaube, das ist etwas sehr Männliches. Ich glaube nicht, dass... Aber die besten Köpfe, liebe Kolleginnen und Kollegen, die besten Köpfe in diesem Land bemessen sich nicht unbedingt an den höchsten Gehältern oder an den vollsten Terminkalendern. Aber viel gravierender, mal abgesehen von seinem Terminkalender, viel gravierender Problem als der Terminkalender von Friedrich Merz, halte ich das Problem tatsächlich der Interessenskollusion. Als Mitglied im Aufsichtsrat, als Vorsitzender von Aufsichtsrat, hat man eine Treuepflicht, eine Loyalität zum Unternehmen und ist den Unternehmensinteressen verpflichtet. Was ist denn das Unternehmensinteresse einer Finanzkrake wie BlackRock, einer Schattenbank? Natürlich die Gewinnmaximierung der Unternehmen, an denen sie beteiligt sind. Das heißt hier eigentlich allen wesentlichen international agierenden Konzernen
und auch national börsennotierten Mittelstandsunternehmen. So, und was ist denn nun, wenn ein Unternehmen vor dem Brexit nach NRW fliehen möchte, da hat er ja nun den Job, hier Asyl anzubieten und ihnen hier irgendwie einen Standort zu organisieren. Was passiert denn dann, wenn dieses Unternehmen in direkter Konkurrenz zu einem der vielen Unternehmen steht, in denen Herr Merz in Aufsichtsräten sitzt? Das sind ja nicht wenige, ja? Oder dazu kommt ja noch über die BlackRock Schattenbank Beteiligung eigentlich an allen Großkonzernen und deutschen Unternehmen hat. Welchem Interesse ist Friedrich Merz dann verpflichtet als Diener zweier Herren? Die notwendige Unabhängigkeit für diesen Job sehen wir daher nicht gegeben. Und als Beauftragter der Landesregierung ist er zuallererst dem Gemeinwohl verpflichtet. Und das ist eben nicht deckungsgleich mit dem Unternehmensinteresse eines weltweit agierenden Vermögensberaters. Das kann es auch gar nicht sein. Mich interessiert wirklich mal seine Position, wie er dazu steht, wie man denn nun die Steueroasen austrocknet in dieser Welt und wie man mehr Steuergerechtigkeit schafft und wie man eine gute Strategie anlegt zur Vermeidung von Gewinnverschiebung, ja, und zur aggressiven Steuerpflicht. Würde mich mal die Meinung von Herrn Merz tatsächlich dazu interessieren. Und wie er das alles untereinander bringt, wenn er hier im Auftrag des Landes auch zum Wohle NRWs unterwegs ist. Hier braucht es dringend, vor Berufung hätte das eigentlich passieren müssen, dringend eine Erklärung der Landesregierung dazu, die wir bislang vermisst haben. Da wird lapidar gesagt, das ist so ein Wirtschaftsexperte, der ist ganz gut vernetzt und das kann der schon prima. Das reicht nicht aus unserer Sicht. Wir erwarten hier eine Erklärung, wie diese Interessenskonflikte aufgelöst werden sollen. Aus meiner Sicht sehe ich das nicht. Das ist die Quadratur des Kreises. Und vor allen Dingen, wie am Ende hier eine Aufgabe gelöst werden soll mit einem Vertreter, der Diener nicht nur zweier Herren ist, sondern mehrerer Herren ist und wie er das mit den vielen Hüten hinkriegt. Wir sehen das nicht, aber wir erwarten, dass hier mehr kommt als lapidare Sätze vom Ministerpräsident. Da haben wir mal einen guten Wirtschaftsexperten und der wird es schon richten. So einfach ist das nicht.